geht heute darum, wie verhalte ich mich am sinnvollsten bei einer behördlichen Waffenkontrolle zu Hause? Was muss ich beachten? Welche Stolpersteine gibt es und wie kann ich die am besten umgehen? Also Waffenkontrollen können angekündigt werden, werden sie häufig auch in der Praxis. Allerdings müssen sie es nicht. Sie können sowohl unangekündigt als auch verdachtsunabhängig passieren. Also es ist so, dass man an sich Zutritt zu den Wohnräumen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit gestatten muss. Allerdings sollte man auf keinen Fall einfach dem Kontrollpersonal die Türe weisen, denn es trifft einen als Waffenbesitzer eine Mitwirkungspflicht kraft Gesetzes. Und wenn man der nicht nachkommt, dann spielt man mit seiner Zuverlässigkeit. Also mal grundsätzlich ist die Ausgangslage, dass mich als Waffenbesitzer ja die Mitwirkungspflicht trifft, der sollte ich nach bestem Wissen und Gewissen nachkommen. Jetzt kann es natürlich sein, dass gerade dann, wenn die unangekündigte Kontrolle kommt, eine unaufschiebbare Terminkollision ist. Ich habe gerade einen Arzttermin, ich bin gerade auf dem Weg in Urlaub oder Vergleichbares. Dann kann man unter Verweis auf diesen Termin schon sagen, dass man gerade nicht kann und bitten, zu einem anderen Termin wiederzukommen. Das darf man auf keinen Fall überstrapazieren. Also auch mehrfache Verschiebungen, um zum Beispiel dauerhaft zu einer Kontrolle zu entgehen, oder auch grundlose Weigerungen, die können schon die Unzuverlässigkeit begründen. Es ist umstritten, ob schon die einmalige grundlose Weigerung ausreicht. Man sollte also hier im Zweifel nach bestem Wissen und Gewissen seiner Pflicht nachkommen. Also, wenn eine dringende Gefahr oder der Verdacht einer dringenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit vorliegt, dann ist natürlich sofortiges Einschreiten geboten. Ansonsten sollten Kontrollen nicht zur Unzeit stattfinden. Unzeit bedeutet entweder von 21 bis 6 Uhr die Nachtzeit oder Sonn- und Feiertags. Wenn also in einem normalen Kontrollszenario jetzt die Waffenbehörde klingelt zur Unzeit, dann darf man sie freundlich bitten, zu einer normalen Zeit wiederzukommen. Dafür gibt es ein paar wichtige Dinge. Um sich abzusichern, sollte man einen Zeugen hinzuziehen, am besten familienfremd und wenn möglich waffensachkundig, der dabei ist. Dann sollte man sich ein formloses schriftliches Protokoll anfertigen, also einfach Ort, Datum, Uhrzeit, Beteiligte, Ablauf und das wesentliche Ergebnis der Kontrolle festhalten. Das sollte man auch von allen Beteiligten unterschreiben lassen. Die Behörde ist nicht dazu verpflichtet, es zu unterschreiben, aber sie machen es vielleicht, wenn man höflich fragt. Wenn die Behörde selbst auch ein Protokoll anfertigt, sollte man dieses im Anschluss anfordern und gucken, ob es sich deckt inhaltlich, ansonsten eine Richtigstellung beantragen. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man zu Beginn der Kontrolle die Ausweise des Kontrollpersonals kontrolliert, um zu gucken, ob auch wirklich die vor der Türe stehen, die es sagen. Ja? Da gab es ja jüngst immer wieder Fälle, wo illegale Kontrollen stattgefunden haben, die nicht von der Waffenbehörde ausgingen. Sobald also Zweifel an der Identität des Kontrollpersonals bestehen, sollte man sich telefonisch direkt bei der Waffenbehörde oder bei der Polizei rückversichern. Also zunächst sollte man natürlich darauf achten, dass nur bei der eigenen persönlichen Anwesenheit die Kontrolleure hereingelassen werden. Auf keinen Fall darf etwa die Familie zum Beispiel das Personal hineinlassen, denn die dürfen als waffenrechtlich Nichtberechtigte natürlich keinen Zugang zu Waffen und Munition haben. Wenn also dann aber alles passt und man die Kontrolleure hineinlässt, dann geht es nur zum Raum, in dem die Waffen und Munition aufbewahrt werden. Den Weg darf der Waffenbesitzer bestimmen. Ein Blick in sonstige Räume ist nicht erlaubt für die Behörde. Sie hat also kein Durchsuchungsrecht, sondern nur ein Nachschaurecht. Das bedeutet, Sie können auch nicht zum Beispiel sagen, machen Sie mal hier vielleicht noch dieses Kästchen auf oder sonstiges. Also nur der Weg zum Waffenbehältnis ist erlaubt. Vor Ort ist dann der Schrank zu öffnen. Auf gar keinen Fall darf man die Kombination des Zahlenschlosses oder den Aufbewahrungsort des Schlüssels mitteilen. Der geht nur den Waffenbesitzer selbst was an. Und wenn man dann die Waffen rausholen sollte, je nachdem, ob die Behörde das selbst machen möchte, ist auch unbedingt auf eine sichere Waffenhandhabung zu achten.
also ob die erforderlichen Waffenschränke vorhanden sind, darf kontrolliert werden und ob sie den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Natürlich auch, ob alle Waffen vollständig entladen sind und die Art der Munition, ob die der Erwerbsberechtigung entspricht. Die Menge ist nicht relevant. Selbstverständlich das Kernstück des Ganzen auch, also der Bestandsabgleich der Waffen mit WBK und Behördendaten. Wenn sonstige Dokumente oder so sich noch in dem Schrank befinden, die dürfen natürlich nicht kontrolliert werden. Die sind nur Sache des Waffenbesitzers. Also es kann gute Gründe geben, warum Bestand und WBK nicht übereinstimmen. Beispielsweise die Büchse ist gerade beim Büchsenmacher zur Reparatur oder man hat eine Waffe geliehen oder verliehen. Das kann ja viele Gründe haben. Dann ist es einfach wichtig, dass man nachweisen kann, wo die gerade ist. Am besten hat man was Schriftliches und dann gibt es da keine Probleme. Sollten sich tatsächlich Unstimmigkeiten ergeben, die sich auch nicht leicht lösen lassen, empfiehlt sich erstmal nichts weiter zur Sache auszusagen und einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Schon der einmalige Verstoß gegen waffenrechtliche Aufbewahrungspflichten kann die Unzuverlässigkeit begründen. Man ist also im eigenen Interesse gehalten, so gut wie möglich immer alles vorschriftsgemäß aufzubewahren. Wenn jetzt die Behörde zum Beispiel an den Schrank kommt, der steht gerade schon offen, oder Waffen und Munition liegen außerhalb oder es fehlt was, dann kann es im Einzelfall natürlich auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit begründen. Und dann ist auf gut Deutsch gesagt richtig Dampf auf dem Kessel. Also das kann dann auch ein umfassenderes Nachschaurecht der Behörde begründen. Man sollte also wirklich sehr gut aufpassen. Es stehen natürlich jetzt neben dem auch noch strafrechtliche Vorschriften im Raum. Zum einen gibt es Ordnungswidrigkeitenrecht. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen Aufbewahrungspflichten sind Ordnungswidrigkeiten und können mit Geldbuße bis zu 10.000 Euro im Einzelfall geahndet werden. Daneben gibt es auch noch Strafvorschriften. Wenn also, das muss man allerdings vorsätzlich machen, eine konkrete Gefahr des Abhandenkommens der Waffen besteht oder des unbefugten Zugriffs Dritter, dann kann es eine Straftat darstellen. Und häufig, das darf man nicht vergessen, ist es auch so, wenn man zum Beispiel bei Familienangehörigen denen den Zugang aus Versehen zu Waffen gewährt, dann kann das schon ein unerlaubtes Überlassen an Nichtberechtigte sein und das ist ebenfalls eine Straftat. Also man muss sehr gut aufpassen. Und sollte im eigenen Interesse auf keinen Fall hier schludern. Also die Praxis zeigt, dass überwiegend kleinere Verstöße vorliegen, wo man überhaupt bei waffenrechtlichen Aufbewahrungsvorschriften von klein reden kann, aber überwiegend kleinere und Erstverstöße vorliegen und die brechen halt leider häufig den Leuten dann das Genick und dann ist die Zuverlässigkeit plötzlich weg und die Leute sind sehr erstaunt, weil es ja nur der erste Verstoß war und auch nichts passiert ist. Aber es ist leider so, der erste Verstoß kann schon ausreichen, deswegen ich will auch nicht predigen, aber ich kann nur jedem ans Herz legen, bei Aufbewahrungsvorschriften auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen. Ne?